So, okay, wir besuchen mal ganz kurz einen meiner alten Server. Ne, ihr kennt ja alle meinen aktuellen Mindclone-Server, meinen Mindclone-2-Server, diesen German Mindclone-2-Server. Aber ich hatte ja damals, das ist ja quasi der zweite Server, wenn man so möchte. Ich hatte ganz früher, das war, ich glaube, schon lange vor den Let's Plays, also in meinen Let's Plays wurde das nie erwähnt. Also haben wir darauf zumindest nie gespielt. Ich hatte auch schon mal einen alten Mindclone-2-Server. Der aber quasi ausrangiert wurde zugunsten des neuen. Also er war quasi, naja, ein bisschen History. Also ich hatte damals, als ich angefangen habe mit Mindtest-Servern, da dachte ich so, okay, komm, ich, kleiner Stippi, hab Langeweile, mach mal einen Server auf, wird da schon keiner drauf gehen, ich hab meine Ruhe, bumm. Hab so einen Server aufgemacht, Mindclone 2, dachte, okay, ich spiele ein bisschen rum, vielleicht kommt da mal ein, zwei Leute rauf, gucken sich auch so an und freuen sich dann so, aber es kam mir tatsächlich wesentlich mehr Besuch, als ich dachte. Hatte dann eine richtig kleine Fangemeinde und wir haben dann angefangen, so ein kleines Stadtzentrum zu bauen. Das Problem war, wie gesagt, dass der Server von mir aus darauf nie ausgelegt war. Das heißt, es wurde auch sehr schnell sehr chaotisch. Und deswegen, als wir gemerkt haben, okay, wir sind eine etwas größere, homogene Gruppe, haben wir quasi diesen Server eingestampft und nochmal neu eröffnet. Daraus ist der Server entstanden, den es auch jetzt noch gibt, den offiziellen Mindclone 2 Server, German Mindclone 2 Server. Aber der alte habe ich quasi aus historischen Gründen auch wieder eröffnet. Ich weiß jetzt gerade nicht, unter welchem Port er läuft, entweder der oder der hier. Einer von den beiden ist es. Nee. 17 oder 18 war es. War es der hier? Achso, ja, muss natürlich hier. Da hatte ich mein einfaches Passwort, soweit ich weiß, müsste das sein. Hm? Nein, das ist mein anderer Server. Mein Raspberry Pi Server. Oh, ich habe E-Mails. Dann war das. Doch, genau, dann müsste das die 17 und die 16 sein. Eben, bis 15 ist ja mein Laptop, das ist mein Hauptserver. Hier bis zur 15. Und ab der 16 geht mein Testrechner quasi los. Und der erste Server müsste dann das alte Backup sein. Ist das so richtig? Ich hoffe doch. Solange wir es zum Laden braucht, wahrscheinlich ja. Ja! Tada! Mein guter alter Mindstone 2 Server. Wie gesagt, ist immer noch öffentlich. Allerdings ist er pausiert. Oh, Alter. Ja, man merkt. Drunter und drüber. Der gesamte Spawnbereich, wie gesagt, man kann auf den Server rauf. Aber der gesamte Spawnbereich ist nicht bebaubar. Es ist alles eine große Area. Sieht man unten auch schon Spawnpoint 2. Dieser Spawnbereich umfasst das gesamte bebaute Gebiet am Spawnfeld und es bleibt so, wie es jetzt gerade zu sehen ist. Es wird hier also nichts mehr weitergebaut. Außerhalb des Spawnbereichs können neue Gebiete gebaut werden, ja, aber der Spawnbereich ist quasi Naturmuseum, wenn du so möchtest. Ja, wie gesagt, das hier ist wie gesagt meine alte Hauptstadt. Da hatten ich, JK1 und also ne, meine jetzige Moderatorin von allen Servern, gab es auch schon damals. Und noch einige andere. Oni, oder wie die hieß zum Beispiel, war auch noch einer, die sehr aktiv war. Ne, das ist das von JK1. Oni war daneben. Das hier müsste ihr Haus gewesen sein. Keine Ahnung dran. Aber wie gesagt, das müsste ihr Haus gewesen sein. Ja, auf jeden Fall gab es noch viele andere. Ne? Das hier zum Beispiel, das war Master Warcraft zum Beispiel. Den gab es damals auch schon. Na, also viele von den Leuten, die man heutzutage auf meinen Servern kennt, gibt's schon eine ganze Weile. Das hinten war das Museum. Das hatte ich doch schon mal gezeigt gehabt.
kommt mir gerade alles so vor, als wenn ich das schon mal gezeigt hätte. Egal, wir gehen mal zurück zum eigentlichen Spawn. Hier meine Spawn-Villa. Okay, die Schrift wurde... Ah, nee, doch, Hotel am Spawn. So, und hier ist das, was ich zeigen wollte. Tada! So, quasi, ne? Das war quasi, der Hauptweg ist höher als die eigentlichen Kisten. So in die Art, so dachte ich mir das. Dass wir das so auch unsere Lager bauen könnten. Da wäre halt, wie gesagt, die Frage, ob das so geil wäre. Wie ich mir das vorstelle. Ne? Dann ist quasi unser Hauptweg gerade mal so zwei Blöcke oder zweieinhalb Blöcke hoch. Und die eigentlichen Kisten sind quasi drei hoch, gehen aber unten ein bisschen runter. Überall sind die Monster, Alter. Ja, wie gesagt, so habe ich mir das gedacht von Optik her. Das verschafft dem Ganzen halt so ein extrem... Ja. Ich stand auf Farben. Ich stehe immer noch auf Farben. Aber damals habe ich es ein bisschen übertrieben. Genau, das ist sowieso, wie gesagt, so ein bisschen meine Idee. Dass wir es so in die Art und Weise aufbauen könnten. Dann wäre, wie gesagt, nur die Frage, machen wir es zwei hoch, zweieinhalb oder drei hoch? Nein, zwei hoch oder zweieinhalb hoch, so. Wohl zwei hoch? Ich weiß halt nicht. Oder wir machen die Lager richtig groß, also so richtig groß. Ne, so wie hier. Dass wir am Anfang erstmal zwei Blöcke runtergehen. Okay, hier sind jetzt drei Blöcke, aber dass wir quasi erstmal zwei Blöcke runtergehen. Und dann wirklich das so groß machen wie hier ungefähr. Das wäre halt die Frage, wie würde das optisch am besten aussehen? Lassen wir es klein? Wenn ja, sehr klein oder nur klein? Oder machen wir es wirklich groß so wie hier? Ich weiß es halt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir das am dümmsten machen sollen. Was? Ach ne, jetzt bin ich immer noch Walker. Ach ja, mal gucken. Tja, damals, als ich noch für jeden Konto ein eigenes Passwort verwendet hatte, hätte er mich jetzt hier rausgeschmissen wie ein falsches Passwort, aber da ich jetzt für alle das gleiche Passwort benutze, also zumindest pro Server, ja. Danke. Ach, ein Männchen. So, wie gesagt, die Frage der Fragen. Wie groß wollen wir uns das genehmen? Ich meine, ganz ehrlich, Platz haben wir halt, ne? Vor allem, wenn wir noch weiter runter gehen, dann haben wir sowieso Platz, dann haben wir massig Platz. Ich... Dann müssen wir aber noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, weil dann müssen wir hier noch eine kleine Treppe einplanen, ne? Was jetzt auch kein Problem wäre, wir könnten ja die Treppe quasi reinragend bauen. Ich glaube, wir machen es wirklich so. Wir gehen noch zwei runter. Ich baue erstmal nur das eine Lager hier so entsprechend aus und hoffe mal, dass es keine so dumme Idee ist. Ja. Warum ist hier Sand? Okay. Hoffentlich kommt da keine Höhle. Wobei es auch kein Problem wäre. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier geht es auf jeden Fall... Drei runter. Was damit Cobblestone ausgekleidet wird. Oh Gott, das wird eine Katastrophe werden, Alter. Das wird so eine Katastrophe. Nee. Hä? Achso, hier ist noch ein Block. So, dann müssen die Fackeln auch um zwei runter. Hier kommt eine Fackel hin. Hier muss eine Fackel hin.
Hier kommt eine Frage hin und er kommt noch. Hier eine Frage hin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So, sehr schön. Jetzt, da müssen wir das Ganze natürlich doch noch ein bisschen vorbei. Doch, eins breiter muss es auf jeden Fall denn werden. Weil hier kommt der Steg hin, hier kommt dann die Treppe hin. Und hier direkt die Dwarven ranmachen würde scheiße aussehen. Das heißt, die Dwarven müssen tatsächlich dahin, wo jetzt die Wand ist. Und ganz ehrlich, macht auch Sinn, weil so hoch wie der Raum ist, würde es, wenn der Raum so schmal ist, sowieso scheiße aussehen. Von daher macht das auch schon aus der Warte Sinn. Hoffe ich zumindest einfach mal. So, wir brauchen ein bisschen Cleanstone und wir brauchen Treppen. Die Treppen baue ich tatsächlich als letzte Instanz von Ziegelstein quasi. Wobei. Doch. Das macht Sinn. Oh, Alter, ich habe gerade eine richtig. Alter, ich hab schon wieder so viele Ideen und weiß nicht, wie ich was realisieren soll. Es ist so scheiße. Oh, ich werde sterben. So, hier an der Stelle. Genau, das ist die Tür. Bei der Tür selber geht es auch schon runter. Bam. Hier genau. Bam. So. Ne? Und wenn die Tür zu ist, sieht man es ja nicht. Tada. Kann man hier schon runtergehen. Sehr geil. Jetzt will ich hier natürlich eine Fackel. Die packen wir einfach mal dahin. So. Jetzt wie folgt. Gut, die Spitzhacke ist langsam mal Feierabend hier. Die können wir gleich in unser komische Werkzeug-Dingster-Bumster da packen. Reine mit dir. Oh, die Schippe ist auch schon. Na gut, aber die Schippe brauchen wir nicht unbedingt reparieren. So. Alter, ich liebe dieses Baustellendesign. So sieht der Raum am besten aus. Genau so lassen wir den Raum. Sieht doch geil aus. Ich mag Baustellen. Sieht optisch geil aus. Ich weiß nicht warum, aber ich mag so unfertige Sachen. Okay, den Raum lassen wir so. Wir bauen jetzt den nächsten Raum aus. Dann lassen wir das quasi als unfertigen Raum da. Und machen dann noch ein Lager, der etwas weiter fertig ist und ein Lager, das komplett fertig ist. Dann haben wir unterm Strich immerhin ein Lager. Sollte reichen. Spaß. Wäre aber geil. Aber ich glaube, dann würden mich alle köpfen. Einfach alle. Dann kündigt JJK1 ihren Moderator-Status und ich bin ganz alleine. So. Oh Mann, Alter, ich bin echt gespannt, ob das Ganze überhaupt ansatzweise so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe absolut keinen Plan. Okay, der kann auch raus. Das gibt eine Katastrophe. Was hatte ich gesagt? Genau. Hier auf die Ebene kommen dann später die Dinger. Die Dwarven. So. Mit der Spitzhacke aus. Sehr schön. Achso, halt. Wenn wir schon mal hier sind, wir brauchen Cleanstone. Ach komm. Ich glaube, wir haben keinen mehr vorrätig. Hier zumindest, also hier jetzt in den Kisten hier.
Doch, tatsächlich 15 Stück, immerhin. Können wir die auch gleich mit verwursten? So. ...36... Daraus bitte einmal das. Ach komm, Herr. Warum nicht? Mein Inventar wird voll. Oh. Apropos volles Inventar. By the way, was machst du hier eigentlich? Weg. Dann. Ah ja. Na egal. So. Nein, doch. Alles gut. Das Replacement Tool habe ich dabei. Ich brauche drinnen mehr Licht. Fackeln. Ist doch bekloppt hier. Weg. Du kannst da bleiben. Weg. Ist mir einfach zu viel gerade. So. Upsala. Wie geht's da schnell runter? Ach, siehst du? Können wir. Scheiße. Nur später. Wo bin ich hier? Hä? Hier müsste eine Fackel sein? Ach so. Hier haben wir noch eine abgebaut. Genau, die muss da sein und die ist sowieso falsch. Die muss da sein, weil die ist ja um ein verrückt worden. So kann das sein. So, jetzt ist der Raum etwas besser ausgeleuchtet. Ja, sieht aber viel besser aus. So kann man doch arbeiten hier. So, jetzt brauche ich folgendes. Dich und... Genau, das war's. So. Hier muss ich noch abbauen. 1, 2... Es wäre sinnvoller, erst um abzubauen, gell? Ach, warte gerade, scheiß drauf. Richtig? Doch, genau, hier kommt denn die Wand rein. Alles gut. So. Okay. So. Ach, ist natürlich die Schippe weg. Können wir dafür gleich wieder die nächste Spitzhacke nachwerfen? Alter, wie schnell sich diese Werkzeuge abbrauchen, Alter, ne? Verbrauchen. Das ist ja hier. Ist ja schon höhere Gewalt. Halt, hier bin ich falsch. Was ist mit dir? Oh Gott, Alter. Und das Ganze müssen wir dann dreimal machen. Freue ich mich schon drauf, irgendwie. So. So. Ja, vielleicht komme ich später auch Cleanstorm rein, natürlich, klar. Jetzt muss ich nur überlegen. Hier kommen die Dorfer rein. Das heißt, hier kommt sowieso Cobblestone hin. Das heißt, die hier sind auch falsch. Da kommt. Achso, da hinten habe ich auch kurz die Dinger hingemacht, ne? Ah, egal. So. Genau, hier kommt 4 hoch und 5 breit. Hallo, lass mich raus, danke.
So genau. Ich mach dich Krieg. We need more Teamstone, Bitch. Dankeschön. So, du mein Lieber, mach mal hin. Das kann ja nicht so lange dauern hier. Alter. Perfekt. So. Genau. Doch, ist richtig so. Wie gesagt, die Dinger könnten eigentlich, brauche ich eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt einfach, damit es einfacher wird. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 und dann geht es hier wieder runter. Und hier geht es dann wieder weiter und ganz genau, die hier waren auch falsch. Die können da weg. Genauso wie die Fackel, dass da wegkommt. So, dann kommt hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Egal. So. Perfekt. Ich würde aber fast sagen, wenn wir hier doch eine Cobblestone-Treppe machen, würde das denn besser aussehen? Nö. Wobei ich halt doch irgendwie ein bisschen gehofft hatte, dass die Treppe hier reinragt in das Gebäude, weil es halt besser aussehen würde. Das heißt, ich nehme die Treppe doch nochmal raus und mache hier oben noch einen Vollblock rein. Einfach, weil ich denke, dass es mit so einer reinragenden Treppe besser aussieht. So. Doch, sieht viel besser aus. So, dann kommt quasi hier die Lücken, kommen jetzt hier auf den Drawer rein. So habe ich mir das Ganze gedacht. Die Decke muss ja noch ausgetauscht werden, auch hier in Cobblestone natürlich, ganz klar. Wobei da drüben ist jetzt direkt Wasser, ne? Nee. Alles gut, darüber kommt erstmal nochmal eine Schicht Erde. Alles gut. Kann ich direkt von hier unten abbauen? Ja, nein, doch nicht. Scheiße. Nein, meine Fackeln, die werden alle sterben. Rettet die Fackeln. Nein, es ist zu spät. Alle Fackeln sind gestorben. Oh mein Gott. Sie hat überlebt. Sie hat überlebt. Oh mein Gott. Fackeln. Da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. So. Nach da und dann nach da und dann ist perfekt. Yay. Ja, die Fackel kommt später wieder weg. Das Lager wird später unbeleuchtet. Richtig schwarz, man sieht gar nichts. So, überlegen, wie machen wir es ich kann jetzt einfach. Achso, ich kann doch einfach replacen, ich bin doch bescheuert. Was mache ich mir hier so viel Arbeit? Ey, kommt doch das wunderschöne Replacement-Tool, ne? Der Name kommt doch von Replacen. So, brauche ich aber noch mehr Cobblestone, fällt mir gerade mal so auf. Wir haben ja zum Glück massig davon. So, Replacement-Tool. Wir brauchen dich und du kommst jetzt quasi einfach überall rein. No Note? Warum No Note? Da ist doch ein Note. Gibt es gleich mal ein Note? Oh, hier fehlt, by the way, ein paar Blöcke. So und so. Ja. So. Ah, ist das geil, Alter. Ist das geil? Tschu, die Eisenbahn. Wer will mit zur Oma fahren? Zur Oma fahren mag ich nicht. Warum kommt ihr mir immer mit No Note? Kann sein, dass ich dann quasi um auf die klicke, die gerade runterfallen und der damit irgendwie nicht ganz so
prickelnd klarkommt. Hauptsache, der Server stürzt nicht ab. Ach, das ist geil, Alter. Ich liebe dieses Placement-Tool. Ich muss es halt viel häufiger einsetzen. Ich vergesse das Ding halt immer. So. Das ist doch geil. Das wird so unendlich geil. Holy shit. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, sind diese Slabs. So, die kommen nämlich jetzt dann quasi hier gegen. So. Und wirken damit quasi als Art, ne? Wand. Also Zwischenwand. Stabilisierungspfeiler, nett ist, wie ihr es wollt. Ich könnte natürlich auch hier oben noch so eine Querdinger machen, aber guck mal, das ist ja wieder too much. Ja doch, das wäre, nee. Das würde nicht gut aussehen. Das würde überhaupt nicht gut aussehen. Das ist doch geil, Alter. Guckt euch das an. Das wird cool. Das, ja, wie gesagt, glücklich sieht man nicht wieder nicht. Da kommt der Dorwar davor. Wir müssen die ganze Menge Dorwar bauen. Also, das ist... Das wird... Ich meine, gut, wir haben massig Holz. Wobei, nee, so viel Holz haben wir gar nicht mehr. Wir müssen erstmal Bäume fällen. Wir brauchen eine Baumplantage. Damit könnte ich eigentlich sogar jetzt schon anfangen. Ein paar Bäume pflanzen, damit wir die später alle abernten können. Wo sind denn die ganzen Baumsetzlinge hin? Ach hier. Ich weiß nicht, bei den Dwarven. Nehmen wir da eine spezielle Farbe? Ne, die ganz dunkelbraun, die hier. Ne, das passt gar nicht. Und die haben alle komplett falsch. Ne, komm, wir bleiben bei denen hier. Bei denen passt es am besten. Achso, oder vielleicht die einsetzen. Hä, Moment mal. Achso. Ja, eben. Die Frage ist halt zwischen den beiden. Was würde da besser aus? Ich bin fast für die hier. Die hier sehen halt eher so lame aus. Die passen hinten zu dem roten Gestein, ja. Aber unten zu dem Cobblestone passt das Gelbe hier doch definitiv besser. Da brauchen wir also Kiefernholz. Nichts leichter als das. Weg mit dir. Kiefer. Genau. Nehmen wir mal dich. So. Dann pflanzen wir mal ein paar Kiefern ein. Die Frage ist nur, wo? Ich würde einfach mal temporär irgendwo ein paar Sandblöcke platzieren und darauf dann die Kiefernsetzlinge. Ne? Aber hier ist halt jetzt mittlerweile alles ein bisschen. Oh, da ist ein Stock. Holla, Stöckchen. Yay. Wow, was ist denn hier los? Oh, die sind. Hä? Ja. Vielen Dank, liebes Replacement Tool. Hast du schön gemacht. Ich glaube, ich werde dich nie wieder einsetzen. Stellt euch mal vor, das wären jetzt alles Diamantblöcke gewesen. Ha? Versetzt euch einfach mal in die Lage, es wäre euer Toyota gewesen. Oder Mercedes. Okay, alle weg. Was jetzt? Genau, ich wollte Bäume platzieren. Direkt im Wasser platzieren kann man sie nicht. Oh, doch, man kann sie. Oh, das ist ja geil. Jetzt brauche ich ja nicht mal Erdblöcke setzen. Ha, wie cool ist das denn? So und so. Wir brauchen ja bloß das Holz. Von daher, die Blätter sind unwichtig. Wir können die also auch schön nah aneinander setzen. So müssen wir aufpassen mit bereits existierenden Bäumen, dass wir da nicht so sehr ins... Oh, nein. Bitte nicht die schöne Vegetation kaputt machen. Ich mach dich mal lieber wieder weg. Nicht, dass du meine Bahnstrecke kaputt machst. Dürfte zwar eigentlich nicht passieren, weil die Bäume nur Luft ersetzen, aber vielleicht zersetzen wir die Brücke. Ja. So, sollte passen. Noch kein Baum gewachsen? Was hast du für ein Saftladen?
könnten natürlich auch was. Wir können natürlich auch hier Bäume hinsetzen, aber ich glaube mal, das lohnt sich fast nicht. Nee. Ich gehe mal so rum rein, ist kürzer. Können wir direkt mal ein bisschen was abernten. Mir wurde ja gesagt, Ronny, du machst zu wenig Folgen mit einer Farm. Ich möchte mindestens 30 Folgen pro Woche haben, wo du einfach nur sinnlos irgendwelche Farmen aberntest. Und diesen Wünschen möchte ich natürlich gerecht werden. Ja? Wobei man sagen muss, komm, das fällt doch tatsächlich hier nicht so lange. Das waren vielleicht 2 Minuten gerade. Also, das geht ja eigentlich. So, muss man jetzt überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Eigentlich gar nichts. Ihr könnt eigentlich direkt hier wieder rein. Vielleicht hat er auch deswegen die ganzen Blöcke einfach gedroppt. Nee, kann nicht sein. Der hätte ja Tropf nach unten fallen müssen. Eben das Problem war, dass er die nach oben geschoben hat, statt sie nach unten fallen zu lassen. Warum auch immer das Replacement Tool die nach oben geschoben hat. Ach so, na doch, ich glaube, ich weiß warum. Weil, wenn du einen Block replaced, der wird ja quasi erstmal schnell abgebaut. An der Stelle spawnt dann dieses Entity und dann baust du direkt kurz danach ja diesen nächsten Block quasi wieder hin. So arbeitet ja quasi dieses Replacement Tool. Abbauen, deswegen bekommst du teilweise auch Knochen, weil es quasi ein ganz normaler Abbauvorgang ist. Also quasi abbauen und dann danach wieder hinbauen. Das Problem ist, das Replacement Tool platziert dann quasi den neuen Block, während doch das Entity da ist. Damit hat es quasi keine Chance nach unten zu fallen, sondern steckt in den Block drinne. Und bei Mantis ist es so, wenn ein Entity in einen Block drinne steckt, wird es automatisch nach oben geschoben. Und deswegen ist es dann auf der Wasseroberfläche gelandet, letztendlich. Ja. Ich meine, gut, ist nur Sand. Außerdem kann man es später wieder absammeln. Aber man muss es halt doch trotzdem ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es solche Effekte gibt. So, der Raum ist soweit fertig. Wir müssen bloß noch die Dora rein und die Fackeln später abgebaut werden. Wie gesagt, mit der Beleuchtung müssen wir später gucken. Vielleicht bleiben wir auch bei Fackeln, aber halt nicht mitten im Weg, sondern irgendwie so am Rand, dass wir so ein paar Fackeln hier so irgendwie wo platzieren. Ne, weil Keller und so, Katakomben, da müssen Fackeln sein. Also, da fackel ich nicht lange, wenn es um sowas geht. So, jetzt wird's spannend. In die Richtung haben wir... Kann ich in die Richtung überhaupt bauen? Nee, in die Richtung kann ich gar nicht bauen. Weil hier sind auch unsere Felder und das ganze Scheißgedöns. Ich meine, gut, weil die Felder, die sind ja auf Wasserhöhe. Und wir bauen ja unter dem Wasser lang. Das heißt, es müsste eigentlich doch funktionieren. Außerdem bauen wir hier hinten. Wir bauen also hier lang. Ja gut, doch, wäre Tropfenfelder. Jetzt weiß ich aber nicht, weil unter unserem Grundstück verläuft auch irgendwo eine Bahnstrecke. Die hatte ich damals als Walker gebaut gehabt. Das war noch vor dem Let's Play. Die macht hier unten irgendwo so eine Schlaufe. Könnte sein, dass wir die dabei streifen. Werden wir ja sehen. Wenn ja, muss ich die halt ein bisschen verlegen. Ist ja auch nicht das Problem. Hauptsache, das gesamte Bereich hier ist geschützt, aber das sollte eigentlich alles sein, weil wir hatten ja damals unsere Fläche relativ groß angelegt. Ja, ist alles protected. Sehr schön. Gut, dann probieren wir einfach mal unser Glück. Das heißt, wir müssen immer pro Etage... Alter, mir juckt die Nase wie verrückt. 3 nach unten bauen und dann 3 auch in die Breite bauen. Okay, das sollte machbar sein. Denke ich doch. Das heißt, erstmal hier Sand weg. So. Der erste Block blieb so, ne? Genau, der erste Block blieb und danach war dann die Treppe. Am Anfang war der Stein und dann kam die Treppe. Natürlich Schotter. Natürlich Schotter. Du willst mich doch ruinieren. So. Hier kam eine Treppe, da kam eine Treppe und dann blieb das Ganze auf dem Niveau. Das heißt, ab hier kann ich jetzt auch die Fackeln hinbauen. So, hier wäre die erste Fackel, weil hier wäre dann... Nee, doch genau, hier wäre die Wand. Also wäre hier die Mitte. Zwischenwand.
Mitte. Stein im Weg. Aha, ja. Wir stoßen also hier auf unsere unterirdischen Höhlen. Egal, ist ja kein Problem. So, was war's jetzt? Also, genau, das hier ist eine Zwischenwand. Hier ist die Mitte. Hier ist die nächste Zwischenwand. Hier ist dann wieder eine Mitte. Es könnte sogar fast reichen. Was ist hier los? Okay. Interessant. Das heißt, genau, hier an der Stelle wäre dann die nächste Wand. Die letzte Wand. Die Wand, Wand. Die Wand der Weißen. Weißen. Conny, war das gerade rassistisch? Denkst du etwa, Schwarze haben keine Wände? Wer weiß. So. Genau, hier kommt die Wand. Hier muss also alles Cobblestone sein. So. Macht jetzt noch keinen Sinn, jetzt mit Cobblestone auszukleiden, aber why not? So, okay. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal hier den Sand loswerden, weil der geht mir gerade ein bisschen hart auf den Sack. Zum Glück ist der Sand hier so als Schicht, deshalb man kann ihn auch wunderbar als Schicht abtragen. Das macht die Sache relativ einfach. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Folgenpause gemacht? Nee, ne? Ich glaube, die Folge hat schon wieder ein bisschen gezippt, überlegen. Wo bin ich denn da? Nö. Die haben wir, habe ich um eins. Heißt also, wir haben Überlänge. Bis dann.